Maximilian Erbacher ist ein Münchner Künstler, der die 5 Fahnen beschriften durfte. Mit ihm hatte ich sehr lange Diskussionen. Das ist mit vielen Künstlern jetzt diesmal so gewesen. Wir haben uns lange überlegt, warum ist das so, dass wir so wahnsinnig viel sprechen müssen. Aber natürlich haben wir noch Künstler eingeladen, die auch gerne mit Sprache was zu tun haben. Und Maximilian Erbacher ist mir aufgefallen, dass er eben die politische Sprache sehr gut einsetzen kann. Und wir haben diese Fahnen aufgehängt, wohin mit den Menschen ohne Heimat, nee, ohne Arbeit, ohne Heimat, scheißegal. Und da geht es natürlich auch darum, welchen Wohnraum haben wir noch in den Städten. Gleichzeitig geht es auch natürlich, die andere Krise, die wir haben im Moment, ist nicht nur das Corona, sondern auch die Flüchtlingskrise. Und hier sind eben auch alle Menschen willkommen. Und das ist eigentlich das, eigentlich macht er darauf aufmerksam, wie man auch mit Sprache umgehen kann und auch dieses politische Wort zu benutzen, einfach um wachzurütteln. Was bedeutet das eigentlich in der heutigen Gesellschaft, ohne Heimat zu sein und ohne Arbeit zu sein? Ist es wirklich scheißegal? Ich wollte die aktuelle Situation, in der wir uns befinden, nicht nur in Deutschland, Europa vor allem, auf den Punkt bringen, auf dieser kleinen Fläche, mit wenig Text und mit wenig Worten ein Empfinden auszudrücken. Und mein Empfinden ist so, dass bei vielen strategischen Überscheidungen der Mensch immer im Weg steht. Und ja, deswegen ist scheißegal. Zum Titel, der ist jetzt nicht so weit weg von dem Thema. Das ist ein Frank Sinatra-Song, Strangers in the Night, aus Mitte der 60er Jahre. Und dieser Song plätschert so aus mit diesem Du-Wie-Du. Und es ist immer ganz schwierig, wenn man eh schon Text auf den Fahnen hat, noch einen Titel dazu zu finden. Das ist immer furchtbar. Maximilian Erbacher wollte eigentlich auch Führungen anbieten, zum Begleitservice anbieten, mit ihm unter einen Schirm zu gehen. Eigentlich das wieder aufzubrechen, dass er für eine kurze Zeit Schutz gibt mit dem Schirm und den Regen praktisch, also eine neue Bedachung zu geben, ein kleines Haus zu geben, ein kleines Heimatgefühl vielleicht und dann eben über Kunst und Politik zu sprechen oder auch nicht. Und ihm ist der Mensch eben nicht scheißegal, wie uns allen nicht.